Delta E. Wirksam, machbar und innovativ. Das ist der Ideenwettbewerb für Azubis zur Energieeffizienz. Die Auszubildenden in den 440 Unternehmen der chemischen und pharmazeutischen Industrie waren aufgerufen, mit neuen Ideen und Projekten die Energieeffizienz in ihren Betrieben zu verbessern. Die drei besten Umsetzungen werden ausgezeichnet. Schirmherr des Wettbewerbs ist der baden-württembergische Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Franz Untersteller. Erdacht und ausgerichtet wurde Delta E von den Chemieverbänden Baden-Württemberg. Delta E ist der Ideenwettbewerb für Auszubildende in der chemisch-pharmazeutischen Industrie, um den Gedanken der Energieeffizienz voranzutreiben. Die Teams haben mit ihren Projekten gezeigt, dass sie machbare Lösungen eingereicht haben, die innovativ und zukunftsorientiert sind. Die drei Siegerteams, die vorgestellt werden, zeigen ferner, dass unsere Industrie bestens gerüstet und aufgestellt ist. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet, sie haben langfristig gedacht und sie zeigen Verantwortung für die Zukunft. Naturin Viscofan in Weinheim ist das deutsche Werk des Weltmarktführers Viscofan bei künstlichen Hüllen für die fleischverarbeitende Industrie. Sie werden aus Kollagen hergestellt, das für eine hohe Reinheit gefiltert werden muss. Die Reinigung der Filter in der Patronenküche ist aufwendig und energieintensiv. Die Azubis haben gerechnet und geprüft, wo und wie der Prozess effizienter werden kann. Das Ziel ist, Ultraschalltechnik zur Reinigung einzusetzen. Das spart Dampfenergie und Wasser. Die aktive Suche nach neuen innovativen Methoden überzeugte die Jury. In Rheinfelden in Südbaden liegt der Standort der Evonik Industries. Dort sind Azubis als Energy Saver at Work. Sie überprüfen ständig Einsparpotenziale beim Energieeinsatz. Einsparungen bei der Druckluft beispielsweise sind in vielen Produktionen sehr wichtig. Veränderungen werden geprüft und häufig auch schnell umgesetzt, gemeinsam mit Produktions- und Standortleitung. Der Jury gefiel besonders, dass das Projekt auf Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens aufbaut. Die Mineralölraffinerie Oberrhein in Karlsruhe, kurz MIRO, Deutschlands größte Kraftstoffraffinerie. Dort werden aus Rohöl unterschiedliche Mineralölprodukte wie Benzin, Diesel, Heizöl und Einsatzstoffe für die chemische Industrie erzeugt. Die Azubis der MIRO haben die Energieeffizienz in der Raffinerietechnik gesteigert. Sicherheit, Augenmaß und Hightech kamen zum Einsatz. Unter anderem mit Wärmebildern werden Wärmeverluste überprüft und optimiert. Für die Jury ragt besonders der messbare Erfolg heraus, ein besonders innovatives Projekt und der erste Preis bei Delta E.